Warum tust du uns das an, Programmiermensch? Das ist irgendwie... Nee. Okay, das heißt, ich bräuchte da rote Ärmchen. Schnelle rote Ärmchen. Fast, long. Ja, ich brauche wieder rote Chips und Gedöns und... Oh Gott. Kann ich sie mir andersrum machen? Ich könnte die Kisten wegpacken, ja. Oder ich lasse das Fließband einfach ein Feld weiter oben laufen. Das müsste aufgehen, ne? Mach das immer weg. Tu denn mal so, als wenn das da rauskommt. So. Das ist jetzt zwar gerade ein bisschen chaotisch dann, aber ist halt so. Dann kommt Ärmchenkiste. Nimm. Kiste. So, das könnte klappen. Okay, jetzt setzt so ein Cargowagen da mal drauf. Blub. Und der wird nicht befüllt, weil... Wird die schieben? Nein, okay, setz dich mal weg und setz dich dann ganz hinten ran. So klappt das. Ja, das ist nur doof. Ja, aber von der Theorie her passt das. Das heißt, ich mache jetzt dich bis... Warum willst du jetzt schon wieder nicht? Wegen dem kleinen Eisenklumpen da, du... Ich fühle Aggressionen in mir aufsteigen. Die Bahn ist noch nicht mehr gesetzt. So, Stopp. Wo ist der Stopp? Da. Setze er den Stopp auf die richtige Seite. Achso, das ist wieder so ein... Es wird nur eine Bahn fahren. Zwangsweise, hm? Ah, guck, und die reicht. So, also, das ist eine Station. Das heißt, die Bahn kommt hier angefahren, dreht dann hier wieder um, also fährt einfach rückwärts. Das heißt, wir müssen auf beiden Seiten Lok setzen. Ich brauche also noch eine Lok. So. Dann setzen wir die Lok. So rum. Du kriegst... Wo war ich hier? Da. Du bist mit Holz befeuert. Das ist eine sehr gute Idee. So, dann fahren wir dich bis zum Anschlag. Nein, stopp. Nicht bis zum Anschlag. Fahren wir zurück. Warum war wieder Zug gerade? Moment mal. Was machen die mit dem Zug? Achso. Die befüllen mich. Okay, finde ich sehr gut. Wir haben eine Station, die nennt sich CD Oik. Das müssen wir gleich mal ändern. Du bist jetzt Eisen Römisch 1. Go. Eisen Römisch 1. Okay, du fährst jetzt bitte bis Eisen Römisch 1, damit ich weiß, wo du anhältst. Zack. Okay, dann bappen wir jetzt an dich ran. Das wird sehr eng. Wie viel passt da rein? Das ist doch schon ein bisschen was. Müssen wir gucken, ob es reicht. So, jetzt müssen wir die Kisten und die Ärmchen dermaßen anpassen, dass die befüllt werden können. Erstmal nur für die zwei, später wahrscheinlich noch für den dritten und eventuell noch vierten. Dann müssen wir das Ganze aber weiter nach Westen erweitern. Dann passt das schon irgendwie. So. Bin mir nicht ganz sicher, welches Ärmchen jetzt arbeitet. Ich bab einfach überall mal welche hin und gucke dann, welche Ärmchen nicht arbeiten und dementsprechend schließe ich dann später aus, welche... Wow, das sieht abgefahren aus. Whee. Sehr geil. Und es dauert irre lange, das Befüllen. Das darf nicht sein. Das sollte eigentlich eine Sache von ein paar Sekunden sein. Also brauchen wir ganz viele, ganz schnelle Ärmchen. Eigentlich die oberen müssen nur die schnellen sein, ne? Ja, nur die oberen müssen die schnellen sein. Weil die unteren befüllen ja auch, während der Zug die ganze Zeit weg ist. Also unterwegs ist beim Hin- und Herfahren, werden die Kisten ja befüllt. Das heißt, die Kisten sind voll und die oberen Ärmchen können richtig loslegen und dann passt das schon irgendwie. Ja, okay. Schnelle Ärmchen sind da. So. So. Hier kommt Lok Nummer 2 hin. Dann komme ich hier. Ich hoffe mal, das klappt so, wie ich mir das vorstelle.
Aber es sollte so klappen. Das war damals, glaube ich, im Changelog so drin, dass die Züge durch sowas durchfahren können. Ja, sehr geil. Okay. Und jetzt fährst du da rein? Nein. Jetzt fährst du irgendwie hier unten rum. Also müssen wir eine Kurve reinmachen. Du hast kein Zeug, das ist okay. Ja, wir müssen auch beide befüllen, also beide Loks, dass sie durchgehend Treibstoff haben. Aber das ist kein wirklich schwieriges Ding. So, einmal. Zweimal. Das sieht komisch aus. Aber können passen. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass mir das neue Design von den Zügen wirklich so viel besser gefällt als das erste. Vor allem, dass ich nicht über Sachen rüberbauen kann, gefällt mir absolut nicht. Aber vielleicht hat das ja noch irgendwelche Vorteile, die ich nicht weiß. Müssen wir also abwarten. Das heißt, jetzt runter und... Habe ich irgendwie einen Roboport noch über, weil ich den einen übergeschrieben habe? Nein. Ich wollte da rein, ja. Boah. Giftkapsel? Ich habe keine Giftkapsel. Okay. Ich bin kurz davor, hier eine Verbindung zu machen. Das heißt, es ist nicht mehr weit weg, die Bahnanbindung zu haben. Dann müssen wir noch ein bisschen feintunen, wann die Bahn losfahren soll und wie schnell die sein soll und so weiter. Aber das geht auch einigermaßen. Und das entlastet hoffentlich die Roboter dann doch ungemein. Dann kann ich mal wieder versuchen, mich zu fangen, ein bisschen Puffer aufzubauen und mich auf die anderen Sachen dann konzentrieren. Das 22 Türme schießen ist okay. Was für mich eigentlich wahrscheinlich wirklich eine Priorität sein sollte, ist in die richtige Richtung zu graben und das nächste Kristallfeld anzubauen. Also abzubauen, anzunagen, wie auch immer, damit ich mehr Topaz-Dinger bekomme, damit die Außenposten halt immer gleich mit richtig schön viel Topaz-Türmen abgedeckt werden können. Und hier sind ziemlich viele Leichen. Okay. Habe ich überhaupt genug Schienendinger? Nö. Das heißt, diese ganze Umholzaktion kann ich mir eigentlich sparen. Ich muss erstmal wieder Eisen bekommen. Das heißt, lauf bitte da oben durch. Ist das krass. Und die Züge sind auch nicht voll. Da. Ganz schön. Ja, da kommt nicht genug an. Weil momentan ja noch alles gesplittet wird. Das heißt, das ist eigentlich alles nur Restbestand. Hier wird gar nichts mehr Neues reingepappt. Nimm dann doch mal bitte einen Drill hier weg. Papp den da hin und gib dem Speedzeug. Wobei das keinen Unterschied macht, oder? Ob das jetzt unten genommen wird und nach oben geschoben wird oder oben genommen wird und oben bleibt. Ja, das war eine doofe Idee. Wie viel ist denn das überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 mal 200 sind 4000 Eisenerz pro Container, also 8000. Das ist ein ordentlicher Schwung. Das muss erstmal eingeschmolzen werden. So 8000 Eisenplatten, das verballern wir zwar relativ schnell, aber ne, 8000 Platten Entlastung dürfte gut helfen. So, und ich bin im Robo-Einzugsbereich, also kriege ich meine Eisenplatten jetzt. Sehr gut, bitte gib. Es fehlt Stein. Jedes Mal wieder, wir leben in einer Hightech-Welt und wir haben keinen Stein. Gib mehr Stein. 400 Stück. So. Und ich laufe jetzt nicht wild in der Weltgeschichte rum, sonst fliegt irgendwo ganz hinten ein Roboter los, um mir was zu geben. Merkt dann, dass ich mich zu weit von meinem Startpunkt bewegt habe. Fliegt dann mit dem Stein wieder zurück und so weiter. Deswegen bleibe ich einfach stehen und warte. Oh, da kommen auch Schienen angeflogen. Hatte ich Schienen schon automatisiert oder sind das noch alles noch Restposten aus der Kiste? Weiß ich gar nicht. Aber da kommt Stein angeflogen, das ist schon mal sehr gut. Also bau bitte Schienen. Wow. Haben sehr viel Stein angeflogen. Goodie. Okay, wo wir gerade dabei sind, bau bitte... Ich habe keine Kohle. So, nimm das, du komisches Ding. Bau bitte eine Giftkapsel. So. Dürfte das Ganze da unten ein bisschen vereinfachen. Also runter. Hier Giftkapsel.
Komm her. Wo bist du? Da bist du. Was für ein Radius hattet ihr? Und wo genau muss ich eigentlich hin? Hier. Ja, das ist lächerlich. Na gut. Soll es vielleicht nicht drin stehen? Das ist eine tolle Idee. So. Ja, doch. Doch, 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 doch. Die helfen schon. So, wie ist jetzt genau... Achso, ich brauche noch mehr von den... Von denen da. Dann baue ich von hier aus weiter, damit ich weiß, wo ich die jetzt reinpappen muss. Da durch, da raus. Mauerbild wieder aufstellen. So, und die Gates. Was? Die Gates da rein. Und jetzt muss ich die beiden nur irgendwie verbinden. Die. Habe ich jetzt gar kein Gefühl dafür, wie weit der Bogen genau ist. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu nah hier unten. Weg. So. Genau mitten im dichtesten Wald ist dann die Krümmung. Gib mir Krümmung. Ein weiter. Nein, ein weiter. Was? Du weg, du hin. So sollte es klappen. Und die Übergänge sehen echt nicht so schön aus wie früher. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Oder was sie da Mist. Oder soll das überlappen? Nee. So ist schon richtig. Okay. Du da, da, da. So. Und jetzt hätten wir es eigentlich schon, ne? Wir bräuchten so eine Station hier hinten, die richtig positioniert ist. Das High. Ja, das Ding da ist echt doof, der Robot. Na gut, hier vorne dann irgendwo. Da. Da ist jetzt. Stich im Weg? So, daneben, genau. Ja, mach's so. Ich glaube, dass. Solange wir auf beiden Seiten eine Lok haben, müsste es auch okay sein, wenn das Ding auf der falschen Seite steht. Und mein Inventar ist voll. Ja, warte mal. Da habe ich eine super Idee, einen Roboter zu entlassen. Ich würde gerne die Kiste öffnen. Oh, Alter. So, Holz rein, das rein, das rein, das rein. Nee, Stein nicht, Stein nicht. Und ich hätte nicht ganz so viele davon. So. So. Okay. Sammeln die wieder ein. Du bist jetzt home. Jetzt muss ich nochmal zurück. Du wurdest doch wirklich umbenannt, ne? Ja. Jetzt muss ich nochmal zurücklaufen zu der anderen Bahnstation. Muss denn die Bahn von da aus losschicken und sagen, du fahr bitte einmal nach home. Damit ich weiß, wo sie in home anhält. Und dann in home setzen wir sowohl die Befüllungs- und Entladungsanlage für die Bahn. Also Befüllung von Holz und Entladung von Eisenerz. Das heißt, du remove, fill, add, go. No pass. Was? Weil die Station hier auf der richtigen Seite steht. Ja, okay, dann muss ich halt... Was? Warum? Ich würde gerne selber die Kontrolle übernehmen. Ich bin ein Kontrollfreak. Wenn ich keine Kontrolle habe, dann geht es mir nicht gut. Stop the train. Ah, okay. Erstmal stoppen und dann losfahren. Und ich weiß... Ernsthaft? Was zur Hölle? Oh, stopp. Sind die jetzt falsch gelegt, oder? Das sieht da sehr richtig aus. Vielleicht muss ich da irgendein Signal hinsetzen, oder? Ah, okay.
Ja, das erklärt natürlich, warum es so komisch aussieht. Weil es einfach nicht fertig ist. Das Ding da besagt, dass wir manuell noch was setzen müssen. Um das sozusagen heile zu machen. Okay, so. Wieder hochgehen. Nochmal das Ding anschmeißen. Aber dann dürfte es auch funktionieren. Mach die doofen Bäume hier weg. So. Du. Home. At. Go. Jetzt haben wir immer noch das Problem, dass die Position auf der falschen Seite ist. Okay, das heißt, rein. Ich habe gelernt, ich muss erst anhalten, dann selber fahren. Jetzt komme ich auch da durch und ich hoffe, das Ding entgleist jetzt nicht wegen irgendwelcher neuen Spielmechaniken, die ich nicht kenne, und explodiert und alles ist vorbei. Das wäre nicht schön. Deswegen beschleunige ich mal nicht so schnell. Hier geht auf, hier geht auf, hier geht auf. Ja, hier geht auf. Tschuk, 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 tschuk. Das Ding da muss noch weg, das sieht gefährlich aus. Stopp. So, und das Ding muss wirklich auf die andere Seite. Also du da weg. Da noch mehr hin. Und dich jetzt auf der Seite. Und du hältst bitte da an. Und du heißt jetzt nicht Hulifier. Du heißt jetzt Home. Du fährst jetzt nach Home. Und wartest da beliebig lange. Okay. So. Gib mir Kiste für Holz. Da und da. Und ihr kriegt aus aktuellem Anlass sehr, sehr viel Holz. Shift rechts, Shift links. Und dann gucken wir, ob das soweit klappt. Da brauchen wir das Ganze nochmal hier. So, so. Shift links, Shift links. Seid ihr voll? Ja. Okay, und jetzt kommen hier auf beiden Seiten die Entladedinger, würde ich sagen. Und zwar auch wieder schnelle. Ja. Alle arbeiten? Alle arbeiten. Geht sogar relativ flott. Wenn ich auf der anderen Seite das Ganze jetzt nochmal mache, mit noch mehr schnellen Ärmchen und noch mehr Kisten, dann hätten wir das Problem jetzt endlich behoben. Okay, nächste Folge, / Folgen. Das Ganze automatisieren, dass der Zug auch wirklich immer hin und her fährt, gucken, wie lange er braucht zum Anhalten, zum Entladen, zum Beladen und so weiter. Und dann die Roboport-Verbindung zum Außenposten kappen, damit die Roboter gar nicht mehr auf die Idee kommen, da hin und her zu fliegen. Dann noch sehr viel optischen Kram beheben. Und was noch? Schmelzöfen überprüfen, Kupfer überprüfen. Wobei das ist selbst mit den ganzen abgerissenen Dingern inzwischen von 50.000 auf 57.000 gestiegen, sollte okay sein. Ja. Und es war noch wesentlich mehr, was mir nur gerade nicht einfällt. Aber das sieht schon mal sehr viel besser aus, diese Strecke mit den Robotern zu fliegen, als von ganz da oben hin und her. Ich denke, da werdet ihr mir zustimmen. Also dann, bis gleich.